So, hallo, ich hab's mal wieder noch nicht gestartet, aber wir machen gleich weiter bei Isaac Repentance. Und ihr könnt es dem Titel und Thumbnail entnehmen. Wir machen noch einen Versuch in der Potato Challenge, weil ich einem kompletten Irrtum aufgelegen bin, der mich übelst aufregt. Zum Glück habe ich gestern mit, ich glaube, es war ein Counter unter F auf Discord geschrieben und da kamen wir eben auch dahin, dass ich gesagt habe, ja, ich bin heute in der Potato Challenge bis Satan gekommen und dort halt dann draufgegangen und dann meinte Herr F so, ja, aber dann war es ja auch da gleich zu Ende und ich so, nee, geht ja bis Mega Satan. Geht's halt nicht. Geht's halt nicht. Es ist tatsächlich. Hä? Continue? Hä, sind wir nicht tot? Ach so. Schön, dass wir das Ende nochmal gesehen haben. Ja, aber wieso? Okay, jetzt ist das Continue weg. Das war ja wild. Ja, jedenfalls, wir wollen nochmal die Hot Potato Challenge angehen. Denn dieses Symbol, wenn ich muss mich ganz kurz muten, eine Sekunde. Eine Sekunde. Ach ja, ich starte gleich nochmal neu. So, denn dieses, ja, ist ja gut. Denn dieses Symbol unter den Schlüsseln, das ist etwa nicht Mega-Satan, sondern das ist einfach der ganz normale Satan. Das, ja, hätte man mal, ne? Und in dem Fall ist es dann ja sogar wirklich einfach machbar. Also machbar im Sinne von, wir müssen nicht uns Gedanken machen, dass wir es bis Mega-Satan schaffen müssen, sondern es geht tatsächlich. Ja, es geht eigentlich genauso weit, wie wir es geschafft haben, und nur dann müsste man halt noch Mega-Satan, den normalen Satan schaffen. Und das hatten wir ja fast, möchte ich mal sagen. Wir hatten. Und ich hätte halt vor allem mit den ganzen Herzen, die wir hatten. Oh, nee. Oh, okay. Oh, nee! mit den ganzen Herzen, die wir hatten, hätte ich halt vor allem. Hätte ich halt vor allem. Quatsch, eben nicht mit den Herzen, mit den ganzen Leben, die wir hatten, das wollte ich sagen. Mit den ganzen Leben, die ich hatte, hätte ich halt vor allem Dings. Hier, weißt du schon? Hätte ich vor allem weitergesucht nach Herzen. Das war, was ich sagen wollte. Das wäre der Satz. Das war der Satz. So. Ach komm, das war wieder völlig lost. Ich krieg den Fauxpas wieder erstattet, aber es war schon dumm. Oh mein Gott! So, hier ist jetzt auch der Shop. So, das können wir uns einmal holen. Das da auf jeden Fall auch. Und das da. Sehr schön. Okay, dann gehen wir raus. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht nochmal getroffen werden. Gott. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann Dings wieder finden. Na, weißt du schon? Hier, wie heißt's? Birthright. Hoffe ich natürlich drauf, aber werden wir sehen, ob oder ob nicht. Wenn nicht, kann man es halt auch nicht ändern. Wie kriege ich die denn jetzt hier weg eigentlich?
Das ist doch wieder pures Glück. Okay. Na, weil ich... Wenn der rauskommt, ist das Problem, dass er seine scheiß Stacheln und seine scheiß Steine um sich hat. Den kriege ich so überhaupt nicht. Oh, ist das ungünstig. Jetzt. Oh, das war... Das war wirklich sehr ungünstig. Und runter. Oh, das ist auch schön. Wo ist die Spritze? Hä? Ach, ich habe aus dem Ding eine Fliege gemacht, kann das sein? Weil ich das Teil eingesetzt habe, habe ich eine Fliege draus gemacht. Ja, ich habe nicht ganz nachgedacht. Stimmt, das macht er dann so. Alles, was auf dem Boden liegt und so, macht es ja zu Dings, ne? Oh, nice! Bist du ein Crawl Space? Yes. Interesting, interesting, interesting. So, dann würde ich jetzt gerne noch aufladen. Ja, das ist doch auch eine schöne Geschichte hier. Da kommen wir doch jetzt sogar ganz gut hier zurecht. Und nochmal ein paar Bomben. Jetzt haben wir es auch aufgeladen. Jetzt kann ich die Herzen nämlich in dem anderen Raum noch zu fliegen machen. Und wir könnten noch den Oh. Der kann ja eigentlich auch nicht so weit weg sein. Ja, hier unten, hier unten, hier unten. Nein? Naja. Vielleicht gibt es ihn aber auch nicht. Das kann natürlich auch sein. Kann natürlich sein, dass es den hier nicht gibt. Moin. Das sind sehr viele. Sehr viele ist ungünstig. Aber der regelt jetzt erstmal der Kollege. Aber wir brauchen unbedingt Birthright wieder. Ach, komm schon. Nice. Und ein schönes HP ab noch hinterher. Das ist doch in Ordnung. Okay. Dann haben wir hier mehr als genug gesehen, würde ich sagen. Weiter geht's. Basisherzen ist schon mal ganz nett. Wir dürfen halt nicht in so einen Boss wieder geraten, wie beim letzten Mal, der dann richtig böse Probleme bereitet. An so einen Boss dürfen wir halt einfach nicht geraten. Allem anderen kann man dann leben. Okay, hier müssen wir rein, sobald das Ding aufgeladen ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber die ganzen Herzen, die hier rumliegen, die müssen wir dann zu Fliegen verarbeiten. Okay, hier gibt es auch noch keine Fliegen. Fliegen. Keine Aufladung. Aber das ist in Ordnung. Oh, das sind... Viele, viele Totenköpfe zum Sprengen. Wenn allerdings Gegner drunter sind, gehen wir gleich raus.
Okay, nichts Brauchbares, aber es ist okay. Sag mal, was ist denn hier los? LOL! Oh, das ist auch cool. Oh, nice. Das müssen wir kaufen. Da gibt es mehr Curse Rooms und die sind ja gerade für ihn hier. Nein! Volltrottel. Wenigstens hoffentlich eine gute Pille. Ja. Grundsätzlich ja, in der Situation jetzt weniger. Okay, nein, raus. Ciao. Okay, wir müssen unbedingt... Wir müssen unbedingt noch auf 15 Münzen kommen in der Ebene. Dass wir die mehr... Dass wir die more Curse Rooms bekommen können. Das wäre super. Weil die sind mit ihm schon sehr wichtig. Wir kommen in alle rein und wir können die ganzen Boni mitnehmen, die es dann da gibt. Warte, das machen wir kurz anders. Was ist denn das hier für eine Ebene? Ich krieg keine Aufladung. Das ist ja Wahnsinn. Keine Gegner hier, nichts. Das ist ja der Hammer. Was ist denn das für eine Runde? So. Dann will ich es jetzt aber vielleicht gar nicht einsetzen, weil... dann will ich es jetzt nicht mehr einsetzen. Dann will ich es lieber so lassen, das ist ja in Ordnung. Endlich mal Gegner, unfassbar. So, eine Münze noch. Eine Münze noch. Perfekt. Aber der normale Geheimraum, wo soll der denn sein? Willst du mich veralbern? Ah. I see. Na, was zur Hölle? Sehr gut. Okay. Jetzt weiß ich nicht. Wie sich das hier auswirken wird. Oh, wait, nein. Okay, das war das schlechteste Item, was ich hätte kaufen können. Das war das schlechteste Item, was ich hätte kaufen können. Das war das schlechteste... Das war das schlechteste Item, was ich hätte kaufen können. Ich hab's nicht mal gekauft. Ich hab's gefunden und genommen. Das war selten dämlich. Das war wirklich... Also das war... Wow. Also das war wirklich... Oh mein Gott, war das der... Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das dämlich. Ey, das... Das... Können wir bitte nicht drüber reden? Oh mein Gott. Können wir bitte nicht drüber reden? Geh weg. Krieg die. So.
Das ist ein schönes Item. Oh, lol. Wir brauchen einen Schlüssel. Na, vielleicht brauchen wir auch keinen Schlüssel. Oh, lol. Das ist jetzt auch ein sehr gutes Trinket hier. Ich muss was testen, und zwar ob hier oben. Perfekt, dann brauchen wir nämlich keinen Schlüssel. Wir können einfach so da rein. Ey, aber das mit dem Herz gerade, ich hab nicht. Ich weiß grundsätzlich, was es macht, aber ich habe natürlich wieder nicht nachgedacht. Ich hätte es mir denken können, dass es genau das tut. Aber dann wissen wir es jetzt, bin ich ganz ehrlich. Dann ist es eigentlich gut, dass wir es jetzt einfach für eine normalen One wissen. Ach so, ja, aber einem normalen One ist er ja eher nicht Potato. Da greift er das Ding ja nicht an. Oh, shit. Summon Bombs. Und das Book of Secrets. Okay, wir haben beide eingesammelt, aber ich will die Feder natürlich weiter mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Okay, ciao. Ah, die haben wieder zu lange gebraucht hier. So. Okay, wir haben alle Geheimräume gefunden. Hier gibt es nichts weiter zu tun. Außer einen Boss zu besiegen. Sehr nice. Auch, naja. Wenn sie sich mal verwandelt, dann wäre sie nice. Also, das wäre natürlich eine Sache. Wenn wir jetzt weiteres und solche Dinge bekommen, dann wäre das cool. Aber um ihn rum nützt die mir insofern... Doch, sie nützt mir ein bisschen was, weil sie Kontaktschaden macht. Also, der Bandage Ball. Eigentlich ist es im Moment ein Ball. Oh, Curse of the Blind ist jetzt nicht so geil. Vor allem, wenn jetzt hier drin einfach ein Item sein sollte. Könnte es halt Dead Cat sein. Aber ich würde jetzt sowieso jedes Item nehmen. Und wenn's Isaacs Herz ist, dann never mind. Jesus, was Ungünstiges. Gut, dass wir da drüber geredet haben. Ah nee, jetzt muss ich wieder normal raus. Also mit ihm. Also nicht normal. Sonst nehme ich Schaden. Okay, sehr schön. Nice. Nice. Noch die Wand hier auschecken. Okay. Ich sehe was. Und das ist ein Tinted Rock. Das war genau da. Ah.
Jetzt würde ich noch hier gerne die Stelle austesten. Treffer. Hüpfen wir rein, jawohl. So, die erledigt sich selbst. Und dann noch den da erledigen. Ach, werf halt nicht so weit, Mann. Perfekt. Oh nee, nicht schon wieder. Oh nee, das war vorhin schon so nervig. Oh nee. Mach dich weg. Ach, scheiße. Perfekt. Oh Gott, das war zum Glück, ging das gut hier. Oh, da ist der Shop. Aber wir kommen noch nicht rein. Wir haben nämlich keinen Schlüssel. Unfassbar. Wir haben so viele Bomben, aber keinen Schlüssel. Und in denen führt jetzt auch kein Geheimraum. Also brauchen wir einen Schlüssel. Wir werden schon einen Schlüssel in dieser riesigen Ebene noch bekommen. Alles andere wäre ja schon dumm. Ich meine, wir haben eh Curse of the Blind. Vielleicht will ich gar nicht unbedingt in den Shop. Aber es kann jetzt auch nichts wahnsinnig Schlechtes da drin. Oh nein, wir brauchen Schlüssel. What the heck? Okay. Wieso ist der... Ach so, der ist zu, weil Dings ist. Okay, verstanden. Das ist leider auch kein Schlüssel. Jetzt mach erstmal die Pups auf hier, Kollege, dass wir hier den ganzen Quatsch hier rausbekommen. Dankeschön. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Oh, jetzt wird's wieder, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's. Oh, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Dann kann ich schon mal hier eine öffnen. Aber dann würde ich den anderen Schlüssel für den Shop jetzt nutzen. Bin ich soweit, ganz ehrlich. Hier gibt's aber auch nochmal eine Truhe. Sehr schön. Jetzt können wir alles machen. Jetzt ist es egal. Ja, nice, da kommt eh ein Schlüssel raus. Perfekt. Okay, auch cool. Auch cool, nochmal die Geschichte hier. Rums. Okay. Dann kann man hier jetzt auch durchlaufen zum Shop. Ja, das eine Item können wir uns schon kaufen. Wenn es halt ein Space-Item ist, dann habe ich halt... ach, das wollte ich nicht kaufen, aber ist egal. Dann habe ich halt versagt, aber mein Gott. Notched Eggs. Ah. Glaube nicht. Oh, lol! Oh, lol! Wait, kann der damit angreifen? Ich bin eigentlich schon Fan von der Feder, muss ich gestehen, ne? Aber wenn der damit angreifen kann... Aber ich meine, nee, der explodiert ja eh, also... Was denn seine Nähe hat? Nee, komm. Ich will ja... Also gegen Bosse ist die Feder halt schon viel besser, würde ich sagen. Ah, nee. Ich denke schon, dass wir mit der Feder besser fahren. Vor allem, wenn ich dann so in Richtung Satan denke, ne?
Ne, wir schwächen halt schon böse vor, dann reicht meistens noch eine Explosion und das war's. Ja, das ist jetzt halt wieder Kacke hier. So, Wiedersehen. Ein Satan-Deal, da gehen wir aber nicht rein. Wir wollen den Engel-Deal haben. Gut! Dann weiter. Nee, ich würde schon die Feder weiter mitnehmen, bin ich ehrlich. Die Feder mit irgendwelchen Batterie-Items wäre ziemlich geil. Rums. Ja, okay, damit kann man leben. Wir müssen ja nur Balls of Steel finden, dann ist alles cool. Ich weiß ja noch nicht, wie die aussieht. Oh, da liegst du gut. Ich komm dann mal wieder zu dir. Oh, du kommst da selber raus, das ist auch in Ordnung. Rums. Sehr schön. Da haben wir wieder einen Dingsraum. Rums. Oh, da haben wir einen interessanten Raum. Wir sprengen uns doch erstmal rein hier. Zack. Muss nur aufpassen. Ja, dass der nicht da reingeht. Dann haut er nämlich in die nächste Ebene ab. Das wollen wir nicht. Ciao. Das war kritisch. Das war kritisch. Ich möchte nicht gleich in die nächste Ebene. Ich will hier schon aufräumen. Okay. Ich will jetzt auch nicht alle Steine kaputt machen. Wir werden schon jetzt nicht genau da den Crawl Space verpassen. Achso, ich muss ja zum Reinkommen, brauche ich den ja gar nicht. Oh, Junge! Habe ich beide? Nice! Direkt beide weggeschnetzelt. Weniger nice. Okay, wir nehmen die Feder wieder mit. Aber wir wollten das Guppy-Item natürlich haben. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wenn man fliegen lernt, scheint man dann nicht mehr diese Hüpfer zu machen. Was auch eine interessante Geschichte war. Ich weiß nicht, ob ich das als Zielsetzung haben sollte. Aber eigentlich war das nicht verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Das macht die Sache halt schon kontrollierter. Oh, da ist aufgegangen. Nee. Okay, da ist auch nichts. Hier müssen wir noch testen. Okay, auch nichts erstmal. Okay, da ist Shop. Und da kommen wir auch easy hin. Gut, hier ist nichts für uns. Außer ein bisschen Geld holen. Und dann raus. Habe ich jetzt... Oh, was habe ich denn jetzt wieder gekauft? Hankman, ja, okay. Bisschen Geld ausgegeben für was, was ich nicht wollte, aber ist in Ordnung. Muss mir ja kein Drama draus machen. Dann kann ich mit Hankmania sogar für einen Raum diesen Effekt forcieren, dass er sozusagen
sich nicht mehr bewegt. Das ist ja auch interessant. Die Frage ist jetzt allerdings, warum sollte ich das... Oh mein Gott! Ich dachte halt, ich kill die mit dem Schlag, aber das hat scheinbar nicht gereicht. So, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen hier unten erstmal hin. Na, ah, das war noch nicht hoch genug. Ja. Nur rote Herzen, nichts für uns. Erstmal zumindest. Ja, wir haben schon noch ein bisschen was. Bisschen was zum Gucken haben wir schon noch. Das möchte ich auch gucken. Oh ja, hier gibt es nochmal schöne, schöne Sachen. Möglichst ohne drauf zu gehen dabei. Nice. Ist das mal wieder zu weit? Was ist das für eine Karte? Hermit. Okay, das ist auch cool, wenn man mal nicht einen Schlüssel opfern wollen. Aber hier waren wir schon im Shop, also hier ist jetzt Quatsch. Oh, noch ein Schlüssel. Aber dann würde ich Schlüssel lieber aufheben für Truhen und den nächsten Mal Hermit einsetzen. Okay, da ist noch ein Pilz. Auch den müssen wir natürlich mitnehmen. Er könnte hier ein Item geben. Okay. Auch interessant. Dort muss ich nur ein bisschen lernen auszuweichen. Aber das geht klar. Und je mehr hier rumfliegen, desto öfter werden die auch von ihnen überwischt. Ich muss mich eigentlich nur aufs Ausweichen konzentrieren. Das ist nicht so schlimm. Ich wusste, wenn ich sowas sage. Ich habe es eigentlich extra gesagt, weil ich wusste, wenn ich sowas sage, passiert genau die Scheiße. Das war eigentlich klar. Sind wir ganz ehrlich, das war klar. Oh, aber es gibt ein Item. Ein interessantes Item für die Situation sogar. Weg erstmal. Das war ein bisschen kritisch. Und jetzt weg mit euch. Okay, noch ein Item. Also Truhen kriegen wir jetzt auch ganz gut auf, muss ich sagen. Das Ding setzt, glaube ich, mein Spacebar-Item ein. Sehe ich das richtig? Yes. Was eigentlich cool wäre für einen Endkampf, aber dann könnte ich jetzt Hermit... Naja, dann nehme ich halt Hermit nicht mit, wir haben genug Schlüssel. Ah, dann kann ich die Dings zweimal einsetzen. Das ist schon nicht verkehrt. Das ist schon grundsätzlich gut. Da kann man nicht meckern. Lock up. So, der Pilz noch. Und das war's. Jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt raus hier. Easy. Gut. Bitte ein Engelraum. Dann halt nicht.
Aber es gibt Schlimmeres als keinen Engelraum an der Stelle. So. Okay. Ach, verflucht. Ich, als Blauherzträger kann ich das gleich mitnehmen. Haben wir mittlerweile gelernt. Es geht ja dann oben los. Das ist also gar kein Problemchen. So. Jetzt gehen wir mal hier ran. Ach, ich. Mann! Ich. Ich will doch nur in den zwei Schlüsselraum rein. Gibt hier wieder schön Kohle. Okay, soweit, so gut. Jetzt noch in die Mitte mit dir. Ah! Ah! Nee. So. Vielleicht gibst du mir noch Kohle. Ja, immerhin einer. Immerhin einer ist nützlich hier. Oh, Junge. Ja, der liegt gut. Der liegt auch gut. Ja, das passt sogar. Der ja. Jetzt ein bisschen hochhüpfen. Ja, noch ein bisschen nach rechts. Ja, jetzt wieder ein Hoch. Ja, perfekt. So gefällt mir das. Ich mag es, wenn er kooperiert. So, Pilze. Und Pilze. Nein! Was macht die? Rainstone, naja, das ist nicht so schlimm. Da ist mein Stachelraum. Oh, da muss ich aufpassen. Das sind gefährliche, nervige Stachelsteine. Zum Glück würde er selbst rausgehen, wenn er drin landen würde. Jo, wir kriegen richtig viel Stuff, ne? So, rein da. Ah, das ist gar nicht der Ding. Ah, das ist auch in Ordnung. Aber ich habe nicht aufgepasst. Ich dachte, das wäre der Dingsraum. Hängt Man wieder den Braumanetz? Nein. Oh, schwarzes Herz. Okay, der Gegner kann mich mal. Komm, geh kurz auf und dann... Ciao. Okay, hier könnt jetzt natürlich noch... Okay, dann ist kein Geheimraum. Ah, in den Raum müssen wir unbedingt zurück. Da war richtig viel Kohle. Nein. Ja, ist cool. Nee, wollte ich nicht rein, aber ist in Ordnung. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt gerade so. Da oben ist eh eine Batterie gewesen. Oh, BFF. Das nehmen wir schon mal mit. Das nehmen wir auch mit. Das wollte ich nicht kaufen, aber ist okay. So. Wir haben eh genug Geld. Nicht schlimm, wenn wir mal versehentlich was kaufen. Aha. Gehen wir doch da gleich mal rein und gucken uns gleich mal hier um. Schön. Haben wir gleich das geklärt. Nice. Mehr Geld bedeutet mehr Geld bedeutet mehr Geld.
Dann zurück in den Raum. Mit den Mini-Pins. Boah, das sind ganz schön viele Mini-Pins. Wollen alle den Kollegen kennenlernen. Achso, der sprengt die Stacheldinger ja eh weg, stimmt. Der sprengt die Stacheldinger ja eh weg. Was jammer ich überhaupt drum? Amas? Ne, einer fehlt noch. Jetzt. Nice! So, jetzt kriegen wir auch noch alles doppelt. Oha, Hilfe! Da gehe ich mal hier in Sicherheit. Da kann der mich nämlich nicht treffen. So, die Pilze hätte ich gerne noch weg. Okay. Gut. So, dann noch hier rüber. Ja, gar kein Problem. Weiter. Oh ja, perfekt. Den haben wir noch nicht gehabt. Stimmt. Dann gehen wir da noch rein. Jetzt will ich nichts mehr falsch machen. Ich habe vorhin das mit dem Herz, das war so dumm. Das war so ein dummer Start. Das war so ein dummer Start, ne? Gut, jetzt müssen wir nur noch raus wieder. Okay. Ich denke, jetzt haben wir fast alles gesehen. Da oben ist noch ein Raum. Ob der jetzt so sind. Oh ja, doch, der ist sinnvoll. Der könnte einen HP-Up nochmal geben. Könnte aber auch mich treffen am Ende, das Viech. Wenn ich Pech habe. Ja. Ah, ich fühl den noch nicht so ganz. Okay, sehr gut. Nicht so gut. Ah, nicht so gut. Perfekt. Und es gibt tatsächlich ein chilliges Item. Poison Touch dürfte auch nochmal den Schaden erhöhen von mir. Weil ich jetzt ja nochmal Kontaktschaden habe, ne? So, jetzt die Batterie holen. Und dann Bossfight. Aber das Poison Touch dürfte wirklich nochmal ein sehr gutes... Ja, genau, perfekt. Das war schlau. Aber das ist genau, was ich meinte. Ah, shit. Okay, ich muss ihn wieder holen. Na, so komme ich nicht an ihn ran. Ja, sehr schön. Mal auf zu schießen hier, Kollege. Und tschüss. Da ist alles, was wir wollen. Ich hole mir die Herzen nachher, bevor der da runterspringt. Ja, das ist auch cool. Bedeutet nämlich noch mehr Schaden durch Sprünge. Oh, jetzt haben wir sogar mehr blaue Herzen, als wir tragen können. Macht aber nichts, dann können wir uns auch noch hier den Engelschlüssel holen. Weil wir jetzt nämlich, jetzt machen wir richtig Schaden. Weil jetzt nämlich durch den Dolch, oh mein Gott. Ah, jetzt kommt er nicht runtergesprungen, das ist okay. Ah, das ist ja voll gut. Das ist ja nochmal besser jetzt. Das war jetzt echt mal ein sinnvolles Engel-Item für die Challenge, würde ich sagen.
Ja, ist egal, wir kriegen eh die Herzen. Das ist genau, was ich meinte. Wir haben ja draußen die Herzen noch rumliegen. Perfekt. Weiter geht's. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt mal ein bisschen schneller hier, Mensch. Wir brauchen ewig für alles. Das ist schon ein bisschen kritisch. Oh, wollte ich nicht. Nur weil wir ganz viele Schlüssel haben, müssen wir jetzt auch nicht hier alles öffnen, ne? Komm, ist gut. Jetzt hast du genug geöffnet, Kollege. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir demnächst noch den Schlüsselkampf... Schlüsselkampf. Den Shopkampf bekommen. Aber mal schauen. Oh, da hatte ich jetzt ein bisschen Bammel vor der Runde hier, muss ich gestehen. Das war ein interessanter Raum, den kannte ich nämlich noch nicht so. Okay. Tschüss. Sehr chillig, das Herz können wir noch nicht mal einsammeln. So frisch ist das jetzt schon. Ach, ich hätte ihn da liegen lassen können, ich Trottel. Bitte noch nicht das Herz einsammeln. Ja, geht, ich will den Totenkopf kaputt, danke. Oh, die machen jetzt noch weniger Ärger. Das ist ja fantastisch. Das ist ja nochmal fantastischer als fantastisch. Bin ich ja sowas von dabei auf der Runde hier. Das machen wir jetzt überhaupt nicht. Wir haben alles, was wir wollen. Wir wollen jetzt da nicht großartig rumspielen. Zeit verschwenden. Nein, ich bin nicht krank. Mir geht's gut. Ich will eigentlich nur... Ich will gar nicht das Feuer sprengen. Ich will den Geheimraum hier eventuell offenbaren. Genau den. Haben wir eigentlich Bild? Lasst mich das mal ganz kurz wieder kontrollieren. Immer wenn ich so ein Gefühl habe, sollte ich einfach nachgucken. Aber wir haben Bild. Es ist alles in Ordnung. So. Gut. Dann hier in den Shop. Das mit der Lanze ist jetzt halt schon geil, weil wir da nochmal deutlich besser Kontaktschaden machen können. Das ist schon sehr sick. So, was haben wir jetzt hier? Oha! Jetzt bin ich aber schon am Überlegen, ne? Scheiße. Jetzt bin ich aber schon am Überlegen, was jetzt besser ist. Schon das, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich kann jetzt nach überall so eine Flamme schicken. Das macht doch die Steuerung hier viel einfacher. Das macht doch die Steuerung nochmal viel besser und angenehmer. Nee, 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 das ist hier wirklich, auch wenn, also das ist hier wirklich jetzt besser. Nein, da wollte ich noch nicht reinwerfen. Ich wollte in der Mitte gucken, ob da ein Crawlspace ist. Scheiße, da hätte ich jetzt nochmal Herzen mehr holen können. Das war dumm. Ich will eigentlich... Will dich in die Mitte werfen. Ich will gucken, ob da ein Crawlspace ist. Yes. Soll jetzt nur aufpassen, ob da ein Gegner ist. Oh! Komm ich jetzt... Sehr schön. So, weg mit dir. Money ist gleich Power. Das macht mir ja keinen Nachteil. Insofern alles gut. Sehr schöne Sache. So. Da wollte ich nicht hinwerfen. Ey, das wird jetzt einfach noch viel besser als vorhin. Das wird einfach noch viel besser. Ups, wollte ich nicht. Ja, aber ist okay. Eine Münze gegen zwei. Ich
Treffer. Okay, bei dem treffe ich noch nicht so gut. Da ist schon Werfen schon sinnvoller. Aber grundsätzlich ist es schon eine gute Geschichte. Man muss halt treffen können. Na, so ein Ding ist das. Oh, hier ist der Raum, den ich suche. Kann ich eigentlich auch schief schießen? Nee, nicht so richtig. Okay. Ist in Ordnung. Muss ja nicht. Weiß nicht, ob das jetzt gut war, das einzusammeln, aber schlecht war es hoffentlich auch nicht. Ich hätte es jetzt jedenfalls eigentlich nicht eingesammelt. Ach, ich habe nicht aufgepasst kurzzeitig. Ist aber nicht so schlimm. Ja, da ist mein Geld schon wieder. Geld. Okay. Da ist mein Bossfight. Ja, jetzt machen wir den Pin, machen wir jetzt ganz ehrlich, den Pin machen wir jetzt mit Flammen. Ja, so nicht. Ja, okay, haut noch nicht so ganz hin. Ja, okay, ich werf. Bei einem Einzelnen ist, glaube ich, dann das Werfen doch nochmal effektiver im Moment. Jawohl. So. Und jetzt kann man noch den Geheimraum machen. Der sollte theoretisch hier unten sein. Hier unten sein. Perfekt. Oh mein Gott! Okay, das war schon die Geschichte. Chillig. Alter, was ist hier los, Mann? Achso, jetzt brauche ich ja das Dings eigentlich nicht mehr, das Spacebar-Auslös-Item-Gedönse. Ah, das war dumm. Haben wir noch ein blaues Herz irgendwo? Ja, wir haben noch ein blaues Herz. Okay, dann jetzt Boss und Abflug. Gebt euch einfach, wie schnell das jetzt ging. Ich glaube, gegen Boss ist es mit dem Feuer schon eine ganz gute Idee. Aber wir haben einfach noch viel mehr Möglichkeiten. Und ich kann mich mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Ich denke schon, dass das okay ist. Doch, wir haben eine ganz gute Basis hier. Ah ja, das war dumm. Egal. Wir haben eine ganz gute Basis geschaffen, auf jeden Fall. So, komm weiter. Ich will jetzt einfach durch. Das sollte doch hinhauen jetzt. Ganz ehrlich. Schön unten bleiben. Perfekt. Noch nicht einsammeln. Danke. Seht ihr was? Das war nicht, was ich meinte. Aber tut jetzt auch nicht weh. Das war auch nicht, was ich meinte, aber tut auch nicht weh. Ich komme nicht ran. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Nice. So, können wir auch noch nicht einsammeln, aber ich wollte schon mal aufmachen. Okay, nochmal so ein Raum. Unfassbar. Was ist denn hier los mit den ganzen Räumen? Sind in der Challenge bewusst so viele oder ist das Zufall? Nein, ich habe schon wieder getan. Das sollte ich mir aufheben, ich Trottel.
Ah, da ist jetzt das Ding, okay. Ich gehe schon gleich zurück, bevor ihr euch denkt, wieso holt er jetzt nicht, ne? Die Runen. Ich muss den erstmal in Sicherheit bringen, dass der mir nicht ins Loch springt. Nehmen wir Purity mit. Weil Algis bringt mir in dieser Geschichte nichts, weil das Schild ist dann ja nur wieder um ihn. Das nützt mir leider überhaupt nichts. Ja, pull den, das ist in Ordnung. Ja, scheiß drauf. Das, wenn ich das jetzt einsetze, droppt ja auch ein schwarzes Herz, ne? Ja. Also das kommt ja sofort wieder gut. Also passt das. Dieses Negativ-PhD ist nämlich gar nicht so negativ. Und alles andere macht so Damage-Up-Kram und das ist ja genau, was wir wollen. Ja, und Range Down tut jetzt auch nicht weh. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Da war noch mal einer von denen. Aber also ich spiele jetzt sehr unvorsichtig, ich merke das. Aber es liegt halt auch daran, weil noch ganz viele Herzen hier rumliegen und ich so mir denke, ja. I don't care. Ihr könnt mir eh alle nichts mehr. Oh wow, voll daneben. Will ich jetzt hier wieder alle Steine kaputt machen? Eigentlich ja nett. Aber es geht ja schnell. Es ging jetzt ja wirklich schnell. Sehr schön. Oh, nee, nee, nicht da, den, nicht den. Wobei es bei dem Fall jetzt, glaube ich, sogar egal ist. Okay. Oh lol. Ach komm, passt schon, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich bin an sich echt guter Dinge. Ich weiß nicht, kann man das noch versauen? Ja, doch schon. Mit einem ganz komischen Raum kriege ich das schon hin, so ist es nicht. Aber ich sag mal, die Sachen, die wir jetzt halt haben, zusätzlich zu dem, was wir haben, sind schon ziemlich cool. Ach, scheiße. So, Geheimraum. Da nicht. Geheimraum. Geheimraum. Okay. Das verwirrt mich ein wenig, aber wenn da nichts ist, okay.
Haben wir den Einzel... Den, wir haben noch gar keinen, ne? Wir haben noch gar keinen, okay. Wirklich nicht? Na gut. Da oben kann er nicht sein. Ach so, ja, hier hätte eh nichts sein können. Never mind. Da kann auch nichts sein. Da unten habe ich getestet, sozusagen. Ne, hier drüben auch nicht. Ah, hier, hier, ja, da unten. Okay, das ist in Ordnung. Jetzt kriegen wir Steam Sale. Waren wir schon im Shop? Oh shit, da wollte ich nicht nochmal rein. Haben wir den Shop schon gehabt? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, doch. Ja, stimmt, da unten war der. Ja, schade. Steam Sale kam leider eine Ebene zu spät. Na gut. Das wollte ich nicht. So. Dann holen wir uns jetzt noch unser HP ab. Und dann ab zu Mom. Wir könnten den Typ noch sprengen. Nein, sprengen will ich ihn. So ein Ding ist das. Okay. Ja. Immer so kritisch, wenn man daneben wirft. Guck nochmal kurz auf die Karte, aber ne, wir haben nichts mehr zu tun. Alles getan, was wir tun wollten und konnten. Letztes Mal haben wir das natürlich einfach geregelt mit Dings. Das haben wir jetzt nicht den Luxus. Aber ich meine, schaut euch das an. Aua. Ach, da war so ein Scheiß-Dings im Weg. Sehr schön. Noch einen chilligen Engelraum dazu bekommen. Mit einem chilligen Schild. Das leider der Falsche bekommt, aber was soll's. Dann holen wir uns noch ein chilliges Zusatz-Item ab. Ach komm, was tue ich? Ja, aber schaut euch das an. Wenn ich so dann kämpfe, dann läuft das doch. Also, bis auf das mit dem Herzen verlieren, das kann man noch auslassen. Das mit dem Herzen verlieren kann man noch auslassen, aber ansonsten würde ich das so übernehmen. Oh Mann. So, okay. Wie gesagt, das mit dem Herzen verlieren, das lassen wir noch aus. Aber ansonsten bin ich da. Okay, die Augen ganz schnell weg. Ja, oder so. Das ist allerdings nicht so ganz, wie es laufen sollte. Also ich muss schon auf die Energie aufpassen. Muss ich leider gestehen. Die ist, wir haben ja keine Leben diesmal. Wie das letzte Mal. Okay. Da oben wird jetzt wohl kaum noch was. Oh nee! Rein weg! Danke.
Ja, bleib mal da liegen. Gerade. Hier. Ah, ich treffe nicht gescheit. Nisch. Gibt's überhaupt Quad Spaces noch auf der Ebene? Ich glaube, die gibt's hier gar nicht mehr, oder? Nicht, dass ich laber bestimmt wieder komplette Scheiße jetzt. Oh! Chillig, das könnte nochmal ein HP bedeuten. Mit Glück. Nein, du kommst nicht noch näher. Bleibst schön weg, Kollege. Oh. Range down. Warum nicht? Da nicht und da unten. Will nur die Dings wieder haben. Oha. Den brauchen wir jetzt aber auch nicht mehr. Wobei, mit unserem, ne, Money ist gleich Power, ist das vielleicht sogar die bessere Geschichte, weil wann laufen wir jetzt schon nochmal über zu Kackhaufen? Relativ selten eher. Möchte ich behaupten. Will ich das? Nee. Ganz kritisch. Scheiße! Mann! Ich habe noch extra versucht auszuweichen, aber ich war wieder zu dumm. Ach toll. Alter. Warum bin ich dumm, ey? So, danke. So. Okay. So, und wieder raus. Oh, nee. Nur der eine. Okay. Ich glaube, da bin ich schneller, wenn ich die einfach, wenn ich einfach raussprenge. To be honest. Sehr schön. Range down. Oh nein! Wie dramatisch. Oh, lol! Nee, jetzt muss ich hier nochmal durch. Das ist doch kacke. Wait, wo geht's denn überhaupt weiter? Hä, war der ganze Weg Müll? Oh, shit. Wait, wo geht's denn überhaupt weiter? Oh, hier unten, okay. Ja, lol. Ja, das war ein kurzes Vergnügen. Aber ein angenehmes, weil ein blaues Herz dabei war. Tschüss. Oh mein Gott! Das machen wir einfach so. Ja, lel.
Da unten können wir noch sprengen. Da oben ist auch noch so ein Viech. Okay. Sehr schön. Was bist du denn? Normal Spikes nützt mir nichts. Dann nehmen wir den Counter. Ja doch. Den Counter wieder mit. Nee, da machen wir jetzt nichts mehr kaputt. Oh nee! Schlecht geworfen! Okay. LOL! Die hat sich einfach selbst raus befördert, ne? Überlege ich nur kurz, dann könnte hier was sein. Dann könnte hier noch der Geheimraum sein. Das ist doch nochmal ein richtig stabiler Geheimraum. Ist das ein Item, was mir irgendwas versauen kann? Bin mir unschlüssig. Müssen wir gleich mal überlegen, was das ist. Ich weiß es nämlich spontan nicht. Irgendein Kothaufen. Emperor. Oh, Emperor ist natürlich... Soll ich das? Oh, es würde mich halt schon... schneller, ne? Ah, ich weiß nicht. So. Oh no. Ich weiß nicht, was es tut. Wir werden es herausfinden. So schlimm kann es nicht sein. Nein, ich behalte Dagas. Sollte am Ende Sheol wirklich irgendein komischer Fluch sein, dann wäre es schon ziemlich geil, da was in der Gegend der Hand zu haben. Ach, das ist das! Ah, das ist cool. Das ist cool. So, wait, dann kann ich das jetzt ja einfach unabhängig von allem machen. Oh ja, jetzt hat es mich automatisch darunter gezogen. Wollte noch überlegen, was wir mitnehmen, aber dann hat sich das erledigt. So, guck mal, jetzt haben wir schon wieder Curse of the Lost. Soll ich Daggers nutzen oder ich würde es mit für Sheol noch behalten? Würde es für Sheol noch behalten, weil da möchte ich dann eigentlich wirklich keinen Fluch haben. Ich denke, hier sollten wir durchkommen. Ich nutze übrigens meine Flamme bisher erstaunlich wenig, aber gut. Ah, verf! Mal wieder dumm. Da muss. Oh ja, nice. Den habe ich gar nicht realisiert. Ne, Dusch! Scheiß Vieh. Scheiße. Lauter solche Mistdinger, ey. Nein! Nein! Da stand ich ungünstig, habe ich selber gemerkt. Mann! Gott, wie ich diese Dinger hasse. Weg mit euch. Okay. Ja, die ganzen schönen Sachen, die wir bekommen haben, ne? So an Herzen und so weiter. Ich verhau das einfach alles direkt wieder. Aber wir sind eh bei 99, Lou. Was bist du? Keybum, wants your keys. Ja, kannst du haben. Ich sammle keine Schlüssel mehr ein. Ist in Ordnung. Du kannst gerne dich an Schlüsseln bedienen. Wenn wir noch Schlüssel bekommen. Kriegst alles du, mein Freund.
Ach, scheiß drin, ey. Da, hier, Kibam. Dude. Guck mal hier. Gönn dir. Oha! Oha, er gönnt ja richtig. Dann brauchen wir jetzt hier gar nichts einsammeln an Geld im Moment. Nein! Die machen Ärger. So. Oha! Kann man alles einsetzen, alles nicht schlimm. Nein, der Mann! Ich realisiere die immer zu spät. Ich realisiere die immer, wenn es zu spät ist. Das ist so nervig, dass ich so doof bin manchmal. Hatte ein bisschen Bedenken, ne? Bounce back, nee. Komm, gib mir noch ein brauchbares Item oder sowas. Schade. Ja, ich brauche den Counterfeit Pen jetzt aber auch nicht mehr. Dann nehmen wir halt Bounce Back weiter. Und jetzt. Wir haben von allem zu viel, Lul. Die machen auch wieder Brimstone. Die Dreck. Okay. Er befördert mich einfach hier raus. Ist völlig in Ordnung. Noch weg. Ah, so kriege ich den nicht. Ach. Dämliches Ding. Bitte. Oh, Umbilical Cord. Wait, wäre das jetzt nicht das bessere Trinket schon, ne? Ja, ja, nehmen wir mit. Ich hätte aber trotzdem gerne so herzenstechnisch. Da bin ich noch nicht so ganz. Bin ich noch nicht so ganz einverstanden. Nein! Mann! Genau wegen sowas. Ich verliere leider noch zu viel Herzen zu schnell. Was habe ich denn jetzt hier? Ach, ich habe. Oh! Habe ich ihn hier noch dabei? Ja, nee, Mann. Verpisst euch. Der Steven schießt jetzt halt auch noch zusätzlich. Das ist voll gut. Okay, perfekt. Okay, das ist chillig. Nichts. Doch, oha. Siehst du, man muss da teilweise so exakt das Ding setzen. Oh, na, ist schon wieder der Raum. Aber das ist cool. Weil mit Glück kommt hier nochmal was Brauchbares. Ah, nee, das, die Schlüssel sind ja deine. Entschuldigung. War wieder dumm, dass ich die eingesammelt habe. Sorry, Kollege. So, was haben wir hier? Geh mal da weg, ich würde gern da dran spielen. Da hätte ich noch ein paar blaue Herzen rausholen können. Dann halt nicht.
So, das soll jetzt Steven erledigen. Die Schlüssel kriegst du. Aber du machst nichts draus. Schade. So, dann schmeißen wir dich noch hier hoch und da drüben auch noch hin. Und dann war's das. Dann muss das Herz mit den 6 Herzen klappen. Und wir gucken mal, was noch so kommt. Ich bin ein bisschen kritisch. Ja, so komme ich nicht ran. So. Bisschen viel Energie verloren. Gebe ich zu. Ich will nur die Dinger haben, die Feuer. Ich will jetzt nicht den Typ sprengen. Ganz wichtig. Gut. Ganz darüber. Schade. Aber so, also wenn ich so gegen Satan kämpfe, läuft es nicht so ganz optimal noch, muss ich gestehen. Und das Feuer hier drüben noch. Okay, ja gut, 6 Herzen. 6 Herzen. Wait, wo ist meine, Moment, stopp. Moment, stopp. Ich hab doch was. Irgendwo muss noch meine Dings rumliegen. Habe ich die da oben liegen lassen? Ich hab doch irgendwo meine Rune. Ah, nee, ich hab's gerade eingesetzt. Nevermind. Was liegt jetzt hier noch rum? Habe ich irgendwo was liegen lassen? Ah, nee, stopp. Wir gehen noch. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ihr seid mir jetzt bitte nicht böse. Aber die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Doch, da kann ich noch hin. Ist alles gut, da kann ich noch hin. Was ist das hier für ein Raum, wo ich jetzt nochmal durch muss? Nicht, dass der mich killt. Was ist das hier für ein Raum, wo ich noch nicht durch bin? Oder schon mal durch bin und... Was war das? Ach, der Raum. Nein, ich wollte... Oh Mann, ich wollte, dass er den Schlüssel kriegt. So. Nein, nicht da rein. So, du gehst da runter. Ich spiele hier schlüsselfrei. Zu nah. Krieg halt keinen Schlüssel gerade, ne? Unfassbar. Jetzt hab ich eine Pretty Fly bekommen. Wait, über den Automaten krieg doch ich die Pretty Fly als Geist? For real? Was wir wollen. Nein! Nicht da oben sprengen, bitte. Ah, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Dass die Pretty Fly bei mir landet. Nice. Da kommt genau das, was wir suchen. Okay. Vorsicht. Nein, er sprengt's. Schade. Aber das sind nochmal 2 Schlüssel für dich, Kollege. Hol sie dir. Sehr schön. Aber du gibst mir nichts dafür. Ist der Knauserich hier. Na gut. Na gut, jetzt haben wir alles getan, was wir tun konnten. So, das Half-Down will ich jetzt nicht einsetzen. Können wir das mal gerade ablegen. Dumm.
So, jetzt holen wir mal die Schlüssel zurück. Die Schlüssel, die Münzen noch. Okay, jetzt aber raus hier. Ist nicht ganz so energietechnisch gelaufen, wie ich das gerne gehabt hätte, weil ich auf dem Weg hierhin nochmal getroffen wurde. Aber was willst du machen? Ja, so ist es leider. Okay, schauen wir, dass wir noch möglichst gut uns hier aufrüsten. Und ich habe ein bisschen panisch, muss ich gestehen, Purity eingesetzt bei Dings, aber... Oha. Das ist doch schon mal ein recht entspannter Raum. Das ist auch ganz gut. Jetzt bräuchten wir nur ein zweites, dass das überhaupt dann noch wirkt nachher. Oh, die machen böse Dinge. Wenn ich es nicht schnell weg... Ja, nice. Okay. Klären wir das so. Ist in Ordnung. Guck mal, Schlüssel für dich. Mach was draus. Chillig. Chillig. Sehr nice. Oh, der Keybum ist hier meine kleine Rettung. Was an sich schon traurig in der Ohr hat, aber... Oh! Sehr geil. Ich wollte gerade sagen, was an sich schon traurig genug ist. Okay. Mal hier, Schlüssel für dich. Nee, noch nicht so ganz seins. Okay. Nice. Na, guck mal jetzt hier, Schlüssel für dich. Guck mal hier, Schlüssel für dich. Jawohl. Guck mal hier, noch mehr Schlüssel für dich. Das artet ja in der Unendlichkeit aus. Wieder eine Kiste mit Schlüssel oder was? Ne, jetzt nichts mehr, okay. Gut, dann gehen wir hier rein. Okay. Damit komme ich klar. Damit kommen wir auch klar. Nice! Oh, wir kriegen echt nochmal die Energie zusammen. Es ist ja unglaublich. Ich hatte ein bisschen Bedenken, kurzzeitig. Okay, jetzt aufpassen. Jetzt nicht hier den ganzen Schaden kassieren. Das macht Stevie. Das soll Stevie machen. Ist okay. Ah, scheiße, den wolltest du nehmen. Entschuldigung. Wollte ich dir nicht wegnehmen. Okay, sehr gut. Ich habe aber auch ein Glück, dass ich die immer wieder zurückbekomme, ne? Okay, gut. Also, wenn wir jetzt den Raum finden, den Bossraum, dann gehe ich sofort rein. Gar keine Frage. Okay, der Raum ist nochmal kritisch. Passt. Oha! Okay. Da wir nichts haben, können wir die Blank-Uhn auf jeden Fall mitnehmen in den Bossraum und dann dort mal einsetzen und gucken, was passiert. Wir sind komplett voll. Wir sind komplett voll. Sind vielleicht in dem Raum auch nochmal Totenköpfe? Oh ja. Wie man das kennt und liebt. Aber kein schwarzes Herz. Nur eine Mütze. Okay. Kritische Momente.
Steven ist halt auch echt kräftig mit uns. Macht er? Der ist ja im Damage? Also wirkt sich der Damage auf ihn aus? Habt ihr das Gefühl? Bossraum! Vorher hauen wir dich noch weg. Na, das sollte doch werden. Na, das sollte doch werden. Also jetzt aber mal ohne Witz. Okay, jetzt gehen wir raus. Ciao. Volle Energie. Satan. Ab geht's. Blankruhen. Ja, gut. Hätte ich später einsetzen können. Ja, da stehst du gut. Perfekt. Bisschen mehr in die Mitte von ihm. Sehr schön. Jetzt kommen die ganzen Dinger nämlich dazu. Das ist sehr geil jetzt. Und für jede Phase kommt einer mehr dazu. Perfekt. Ciao. Also dafür, dass wir komplett bescheuert angefangen haben. Also wir haben halt wirklich komplett bescheuert angefangen. Das mit dem Eisigherz, das war... Uff. Dafür haben wir es jetzt zum Glück noch hinbekommen. Danke fürs Zuschauen. Das war Hot Potato. Die Challenge ist damit abgeschlossen. Und tschüss.